Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott und ihr seht, ich bin schon mitten dabei. Ich habe hier ein Modell, das ich bei Let's Bricks im Livestream angefangen habe und mit euch erstmal zu Ende bauen werde und mir dann in einem genüsslichen Review das Ganze anschauen. Mehr dazu nach dem Intro. So, und zwar baue ich von Xiaomi diesen wunderschönen Bagger. Jetzt fragt mich nicht, was das für eine Nummer ist, die weiß ich nämlich jetzt gerade noch nicht. Ist Xiaomi Matu Mitu und dann der Bagger. Es sind zwei Hefte mit rund 1000 Teilen, schätzungsweise. Das erste, was ich gebaut habe, ist ein Kettenantrieb, ja, der auch ganz gut rollt. Und nun bin ich gerade an den Oberbau, also alles Technikelemente, ja, mit Getriebe, Schaltung etc. pp., was dann später hier oben drauf kommt. Und dann habe ich hier noch eine Flut von Teilen übrig und die baue ich jetzt mit euch, sobald ich was Tolles Neues sehe, sage es euch. Alles klar, bis später. So, jetzt habe ich den, Motorblock fertig. Ja, Getriebe, vorne Getriebe. Weil jetzt, sie könnte so ein bisschen Motorblockartig sein, weil jetzt fange ich mit dem Ausleger an. Und es gibt noch ein zweites Heft. Ja, gut. Weiter geht's. So, Heft 1 habe ich durch. Also, auf der letzten Seite habe ich das hier noch gebaut. Und hier habe ich jetzt schon mal so eine Umlenkung mit zwei Zylindern drin. Wo ich dann Angst habe, dass mir die Achsen im Moment noch rausfallen, aber es soll wohl noch halten. Und jetzt kommt, das ist der. Jetzt kommt Heft Nummer 2. Ja, bis gleich. So, die erste Hochzeit ist vollbracht. Das heißt, der Ausleger ist im Grundkonzept dran. Wie das alles später funktioniert, werden wir sehen. Ich kann hinten zwar schon drehen, aber ich weiß noch nicht genau, was passiert. Ist auf jeden Fall anspruchsvoll, würde ich sagen. So, jetzt geht es, glaube ich, dabei, die erste Seite zu verkleiden hier. Hier diese Seite. Nun sind wir weiter. Ja, wie ihr seht, T-Shirt wechselt sich, Haare sind kurz. Ich hänge so ein bisschen mit der Zeit, wo ich bauen kann. Aber jetzt geht es wieder weiter. Ich habe ja die Gabel dran. Ich habe die Seitenverkleidung links und rechts dran. Ich habe die Kanzel dran. Und jetzt kommt das Heck. Und danach kommt, glaube ich, die Hochzeit. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ihr werdet es sehen. So, da steht er. Passt. Da kommt er. Kann man den quasi hier so bewegen. Und jetzt muss ich mich noch durch die Drehmechanismen zurechtfinden. Aber er sieht schon recht nucklig aus, würde ich sagen. Ein paar Teile habe ich über. Ein paar Pins. Hier auch ein bisschen. Seltsamerweise ein Fünfer, wo ich mir aber nicht sicher bin. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie diese Technik hier funktioniert. Aber der Bau hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leicht anspruchsvoll, aber schön. Echt stabil. Aber mehr dazu kriegt ihr zum Review.
Bis dahin, lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Ich wünsche euch Glück auf, wo ihr mal seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.